Hallo Welt, da sind wir wieder hier in der Scheune und wir gucken mal, wie geht's uns eigentlich? Wir haben Hunger, ja. Und es ist Nacht. Aber durstig sind wir nicht und müde? Schon wieder so müde? Wir haben doch gerade erst geschlafen. Ja, das mit dem Essen, das bringt ja nichts hier. Ach so. Da wollte ich doch mal gucken. Wie sieht denn das aus? Haben wir jetzt eine Nacht? In der Scheune, das war noch keine Nacht, aber 0,7. Wir sind schon mal einen Schritt weitergekommen. Schön. Feuer machen geht auch schon besser. Kochen noch nicht. Flicken. Ja, ich glaube, wir flicken noch mal was. Was haben wir denn an? Die Hose. Die Hose können wir flicken. Ach, wir haben wieder kein Licht. Ja, ohne Licht gibt das nichts, oder? Im Dunkeln nicht. Ja, sollen wir denn noch ein Feuer machen jetzt? Mach an das Feuer. Oben liegen nämlich noch Bretter rum. Da könnten wir dann auch noch mal das Feuer. Come on, little fire. Oh, oh. Ja, wenn das so ist, dann kriegt man das an. Das geht. Puste. Das geht. Da, es leuchtet doch schon schön. Knistert sogar. Ach, das funktioniert. Geschafft. Yippie. Perfekt. Holz nachlegen. Und jetzt können wir aber nähen. Was sagte ich gerade? Was haben wir an? Hier, Moment, die Hose. Reparieren. Ah, hat geklappt, was? Ach so, ja, was kann die Hose denn jetzt? Da tragen wir doch die Hose. Wir tragen die Hose und die Hose kann jetzt 71%. Naja, besser als nichts. Was für Schuhe tragen wir eigentlich? Wir tragen gar keine Schuhe. Ganz schön mutig in Socken da draußen durch den Schnee zu stapfen. Ich verstehe, ohne Schuhe. Haben wir keine besseren Schuhe? Hier, die Wanderschuhe. Ah, die sind wärmer, die wir jetzt tragen. Dann lassen wir die auch. Ja, Socken haben wir, Hose haben wir. Da haben wir keine Sachen, die wir da zusätzlich noch anziehen könnten. Hier haben wir den Pulli. Den können wir doch anziehen. Oh nein, das Feuer geht aus. So schnell geht ein Feuer doch nicht aus. Nimm das Brett. Oh nein, 9 Minuten. Feuer. Glut. Okay, Holz drauf. 23 Minuten. Hm. Wie sieht es aus mit, ja, Kaffee könnten wir machen. Schmelzen, da müssten wir aber noch ein bisschen Holz drauf packen. Die Fackel ist kaputt. Und ja, drauf mit dem Holz mal. Oh, oh, und jetzt? Ha. Ach, Moment mal, Dose Kaffee? Kaffee erhitzen. Ja, erstmal Schnee schmelzen, so. Ah, nein, abbrechen, abbrechen, abbrechen. It's getting kinda heavy. Ach. Hm. Und jetzt? Wir haben kein Holz. Holzkohle nehmen. Hm.
Wie geht's uns dann? Hunger. Oh nein. Hier sind doch noch Bretter, so viele. Waren hier nicht auch... Ja, doch, hier ist noch... Eine Küste. Ah, was kann die Axt noch? Ah, das Beil kann nur noch 27. Da, die liebe Sonne kommt raus. Alles wird gut. Nicht wahr. Du wirst ja wohl nicht schon wieder müde sein. Du bist doch gerade aufgestanden erst. Gucken wir mal jetzt raus. Denn draußen könnte auch noch irgendwo so eine... Eine Kiste oder so etwas sein. Was haben wir jetzt? Hunger haben wir. Ja gut. Hier haben wir schon geguckt da drin. Wir waren da drüben bei der verbrannten Hütte noch nicht. Was suchen wir? Was zu essen? Ja, das wird ja hier in der verbrannten Hütte kein Essen geben, oder? Ach, hier kommen wir gar nicht rein. Zerstörtes Haus. Da waren wir. Zedernast. Habe ich auch gerade gesehen, glaube ich, wo der ist. Aber sonst kommen wir auch nicht hier rein. Ach so, hier vielleicht. Nein. Ach, hier ist doch gar nichts zu holen. Alles unter Schnee. Da, den Ast nehmen wir gleich mal mit. Ach so, den müssen wir ja zerhacken dann. Oh nein, dann wird uns wieder... Das Holz fehlen, also das Beil wird uns nachher wieder fehlen. Kiste kaputt machen. Oh, gut. Auseinandernehmen, ohne Beil. Ja, ja, dann gehen wir gleich schlafen, aber erstmal brauchen wir hier was. Und dann wirst du verhungern, sehe ich schon. Ich sehe schon kommen. Right, I can't feel my feet. Ja, ja, immer mit der Ruhe, wir machen das schon. Nichts hier. So viel Heu, ich würde es anzünden, wenn mir so kalt wäre. Ah, wer weiß, was bei dem Wagen ist. Aber so weit kommen wir nicht. Wir sind müde und alles. Ja, wie machen wir das mit dem Essen? Wie wir das machen, wir werden verhungern. Das wird's wohl sein. Moment, Moment, Moment. Ich sehe überhaupt nichts. Die Tonne ist... Ich weiß, wo die Tonne ist. So, Feuer anzünden. Ach, da müssen wir echt schon wieder schlafen gehen. Ja. Come on, little fire. Come on. Pusten. Ja, vorhin hat's auch geklappt. Klappt doch, da brennt's doch schon. Also ich würde das Wasser zum Abkochen draufstellen. Oder zum Schmelzen und dann schlafen gehen. Wasser kann ja nicht anbrennen. Bei mir vielleicht schon. So, nachlegen. Stock. Hey, das brennt aber nicht lange.
Oh, dann rein mit dem Zedernholz. Egal. Ach, schmeißen wir alles rein. Und? Schnee schmelzen. Huh. I never thought I'd be dying from starvation. Hey, jetzt hör doch auf. Du kannst bestimmt 7 Tage ohne Essen. Ach, du kannst 3 Monate ohne Essen auskommen, bestimmt. Kalorienreserve, nichts. Och, wir haben echt. Wir verhungern diesmal. Nein, wir schaffen das. Ja, aber wir haben nichts zu essen. Ja, dann müssen wir weiter. Ja, aber dann müssen wir erstmal schlafen. Ja, aber wir sind doch schon am Ende jetzt. Dann trink was. Ach, hier, da, Kalorien. Boah, gut, da haben wir ein paar Kalorien wenigstens. Okay. God, I've never been so hungry in my life. Ach, jetzt hör aber auf. Herrlich. Ja, so machen wir es. Schlafen wir, bis wir fast keine Kalorienreserve mehr haben. 6 Stunden. Da bist du aber gut ausgeruht dann. Ich glaube, der Witz dabei ist jetzt, dass wir überall Scheunen finden und wir nicht unbedingt in einer jetzt verharren müssen die ganze Zeit und 3 Nächte hier übernachten müssen. Nee, ich glaube, der Witz ist, dass wir weiterrennen können. So, jetzt sind wir durstig zwar, aber... Oh. Da so ein paar Kalorien nochmal zu uns genommen. Das geht. Und ein bisschen Wasser vielleicht. Haben wir wenigstens schon mal keinen Durst und der Magen hat was. So, was brauchen wir sonst noch? Ach, wir sind nach 6 Stunden Schlaf immer noch so müde. Waffen? Da haben wir nur die Steine. Na egal. Moment, wir sollten die Kohle in die Hand nehmen, damit wir so den Schlafsack einsammeln. Bettwärmebonus plus 3 Grad. Naja, gut. Dann noch eine Sache, bevor wir losgehen. Wie sind wir? Wir haben keine Handschuhe an. Okay. Handschuhe. Ja, können die denn mehr oder die anderen hier? Ah, die können nicht so viel. Na gut. Haben wir den mitgenommen jetzt, den Schlafsack? Wo ist der? Haben wir. Ich sehe nämlich nichts. Ja gut, dann geht's raus. Da müssen wir gucken, dass wir weiterkommen hier, sonst... Sonst verhungern wir. Can you eat trees? Ja, man kann Rinde essen. Da kann man... Bestimmte Rinde kann man essen, also nicht alles, aber man kann da so ein Brot draus machen. Ja, das war mal, als ich eine Küche hatte, war das mal ein Hobby von mir, Brot backen. Brötchen, Brot sowieso, ja, Kuchen weniger, aber Brot und sowas. Und daher weiß ich, oh, in welche Richtung gehen wir? Der Straße entlang. Rindenbrot kann man machen. Ich habe es zwar nie gemacht, aber ich weiß gar nicht. Birken, ich glaube, aus Birkenrinde kann man auch irgendwie so einen Tee machen. Der wirkt, glaube ich, auch gegen Kopfschmerzen. Da drüben brauchen wir nicht zu gucken. Moment mal, wenn das da die Scheune ist, was ist das denn dann für ein Gebäude? Ach, das war die kleine Scheune, wo wir gesagt haben, nee, da gehen wir nicht hin. Ja. Ich dachte, ich hätte hier irgendwo diese Stromkabel gesehen. Wir rennen doch jetzt nur wieder zurück zu dem Haus. Wir müssen weg von dem Haus. Da sind die Strom... Ja, genau, da müssen wir hin. Über die Brücke? Ja, was denn? Wir haben doch Hagebuttentee, hätten wir machen können. Kaffee.
100 Kilokalorien. Irgendwie blau ist das. Versuchen wir es mal. Erschöpfung verringert? Okay. Also über die nächste Brücke ist unser Ziel zu kommen. Ah, das Auto. Da können wir doch auch noch mal reingucken. Haben wir doch diesmal gar nicht gemacht. Ja, so mit den Autos ist das sowieso eine Sache. Ich glaube nämlich nicht, dass ein Wolf so ein Auto aufgebrochen kriegt. Oder ein Bär, glaube ich sogar. Ja, der Bär könnte vielleicht davor hauen oder sowas. Essen. Frischer Schokoriegel. Essen. Haben wir das da gelassen? Haben wir das mitgenommen? Ja, mitgenommen werden wir es wohl haben. Wir lassen das auf, dann sehen wir, dass wir da schon gewesen sind. Aber... Moment, wie satt sind wir? Oh, nicht sehr satt. Ah, da müssen wir uns beeilen. Ja, aber ich glaube, ja gut, wir haben hinten offen gelassen, also zu. Hinten ist noch zu, der Kofferraum ist noch abgeschlossen. Also von wegen, wenn wir die offene Motorhaube sehen, dann wird uns das wahrscheinlich auch gar nicht so viel helfen. Da drüben ist auch eine Brücke. Also wenn da drüben eine Brücke ist, dann muss da auch irgendwie ein Haus sein. Ach so, die führt auch zu dieser Scheune. Das ist aber extrem fies, muss ich sagen. Ich friere richtig mit, ich hungere richtig mit und, naja, Durst. Durst hatte ich auch ein bisschen. Viele Flüsse hier, was? Ich möchte nicht nachts hier rumlaufen. Jetzt sind wir aber sehr langsam auf einmal wieder. Was ist denn los? Haben wir schon wieder Hunger? Boah, das geht runter. Nee, wir werden schon wieder müde. Warum sind wir jetzt so langsam? Ich weiß, dass wir überladen sind, aber... Ah, ich verstehe. Im Schnee sind wir so langsam. Okay. Nein, nicht nur. Auf der Straße sind wir auch nicht sehr viel schneller. Ja, wir können ja jetzt schlecht hier irgendwie im Schnee ein Feuer machen, oder? Ja, wir haben, glaube ich, noch diesen Brandbeschleuniger. Haben wir die Schuhe überhaupt angezogen? Ich glaube ja, es hört sich danach an zumindest. Ja, ich finde schon mal ganz gut, dass wir nicht verdursten so schnell. Aber hier muss doch irgendwas sein, eine Hütte oder so. Wir haben uns so lange im ersten Haus aufgehalten. Wird schon kalt? Ach, geht. Kann man das nicht anders sehen? Ja, so. Ach so, über die Tabulator-Taste, da muss man nicht immer anhalten. Ja, klar. Ah, jetzt sehe ich. Über dem Auge haben wir das Plus, weil wir Kaffee getrunken haben. Aber Hunger, Durst, ja, das wird nicht gut gehen mit uns hier. Oh, Moment. Rennen ein wenig. Ja, und wir sind überladen, natürlich. Ja, aber gerade konnte sie rennen. Ah, da hat der Kaffee vielleicht besser gewirkt. Haben wir hier eine Höhle oder sowas vielleicht? Nein, das ist nur ein großer Stein. Andere würden Fels dazu sagen. Ja, ich übrigens auch. Fels ist das doch, ein Fels, genau.
Na, die Müdigkeit. Ja, die Müdigkeit wird uns bald haben. Ich hoffe aber, dass wenn wir jetzt irgendwo was anderes noch finden, eine Hütte, ein Haus, vielleicht eine Scheune, hoffentlich eine Scheune. Ich hoffe, dass es da dann was zu essen gibt. Da drüben ist doch irgendwas vor uns. Boah, diese Musik, was bedeutet das? Dass die Nacht hereinbricht? Oder dass wir gleich an Müdigkeit schon wieder zugrunde gehen? Na, da haben wir uns aber auch eine Gegend ausgesucht hier. Ich sehe gar nichts. Und ich, übrigens, Vögel habe ich auch schon länger nicht gehört. Da, da war die Eule oder so, der Kauz. Da ist was Rotes. Rot ist gut, das scheint mir eine Flagge oder so etwas zu sein. Ah, das ist doch eine Hütte. Da finden wir bestimmt was zu essen. Bestimmt. Ja, wir müssen auch wieder schlafen. Okay, ja, okay. Ich glaube, ich verstehe so langsam das Prinzip hier hinter. Wir dürfen nicht an einer Stelle bleiben. Wir müssen immer rumrennen. Hier müssen wir doch was zu essen finden. Abgelegene Kreuzung. Naja, immerhin. Kalt? Vielleicht sollten wir erstmal irgendwo gucken. Ach, die haben hier alle Feuerstellen, glaube ich. Was haben wir denn hier? Schnee hier drin. Ja, eine Axt wäre nicht schlecht. Also ein Beil nochmal, wenn wir so etwas nochmal finden könnten. Wehe, der Bär ist hier drin. Oh nein, alles dunkel. Nichts. This stuff will come in handy. Ah, sofort essen. Haha. Ja, nur erfrieren werden wir gleich dann. Ohne Futter. Oh nein, ich wollte das nicht essen. Ich. Ja, gut. Guten Appetit. Lass es dir schmecken. Wer weiß, wann es wieder was gibt. Haben wir jetzt wirklich so schnell Nacht? Nein, das ist nur hier drin so dunkel. Vielleicht finden wir so eine Art Brecheisen oder so etwas hier drin. Kiste. Ja, nehmen wir mal alles mit. Da war was Vernünftiges zu essen. Hier geht's wieder raus, ja? Haus verlassen, jawohl. Bretter. Nein, 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 nicht mit dem Beil. Oh, können wir gar nicht mit den Händen? Ja, dann lassen wir das. Wir müssen erstmal einen Beil finden und wir gehen erstmal in die andere Hütte. Und dann in der nächsten Folge, hoffe ich, werden wir dann nachts dort übernachten können und ja, ein Feuer machen können. Hey, du wirst doch wohl hier rüber... Ja. Da sind wir, okay. Ich wollte eigentlich die Dose aufsammeln, eine Gipfelbrause. Zum Glück kriegen wir die Türen auf. Ja, in der nächsten Folge, wie gesagt. Da werden wir uns hier in der Küche mal umsehen. Ja, in der Hütte hier. Und ich bedanke mich für euer Zusehen, für eure Kommentare. Und für eure Likes. Daumen hoch für euch. Macht's gut. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.